Liebe Freundinnen und Freunde, ihr habt gestern gefeiert, wir haben gefeiert. Ich weiß nicht, ob es der ein oder andere gesehen hat, aber gestern ist die Konferenz in Doha zu Ende gegangen und gestern Abend flimmerte noch der traurige Peter Altmaier über die Bildschirme. Achselzuckend eher, ratlos. Eigentlich die Ratlosigkeit in Person. Krokodilstränen hat er vergossen, aber eine wirkliche Botschaft nach vorne konnte er nicht anbieten. Und damit steht er für diese Bundesregierung, die in Sachen Klimaschutz den roten Parker ausgezogen hat und in den Kleiderschrank gehängt hat. Sie hat sich verabschiedet von der Jahrhundertaufgabe Klimaschutz. Sie hat keine Alternativen anzubieten. Sie weist keinen Weg. Und dabei ist es doch richtiger denn je, wer nicht auf dem Vulkan tanzen will, wer nicht einfach das Schicksal annehmen will, sondern aktiv was tun will, der muss dahin gehen, wo es ermutigende Zeichen gibt. Er muss da anfangen, wo Menschen schon aufgebrochen sind. In unseren Städten, in Regionen, bei Bürgerinnen und Bürgern, Genossenschaften, Umweltgruppen, bei den Kirchen, bei den Gewerkschaften, bei kleinen und mittleren Unternehmen. Und das ist auch unser Weg in Nordrhein-Westfalen, mit einem eigenen Klimaschutzgesetz, mit einem eigenen Klimaschutzplan. Klimaschutz wächst von unten als Graswurzelbewegung und nicht nur top-down, auf das wir lange warten müssen. Wir müssen anfangen, hier vor Ort, und die Bewegung von unten stärken. Das ist unsere Aufgabe. Und dabei geht es nicht darum, dass wir den Anspruch haben, damit die Welt zu retten. Nein, nein, das wäre vermessen. Das wäre vermessen. Sondern es geht darum, dass wenn wir die europäischen Ziele erreichen wollen, wenn wir die nationalen Klimaschutzziele erreichen wollen, dann wird es nicht gehen, ohne dass wir in Nordrhein-Westfalen unsere Ziele erreichen. So wird eine Melodie draus. Und wir sind da durchaus in einem wohlverstandenen Wettbewerb mit anderen Regionen, mit anderen Bundesländern. Wir gehen hier ein Stück voran. Und wir setzen hier auch Zeichen. Wir wollen Zeichen setzen, denn wir brauchen einen solchen Weg auch in der Bundespolitik. Wir wollen ein nationales Klimaschutzgesetz und wir machen den Weg hier in Nordrhein-Westfalen dafür frei. Liebe Freundinnen und Freunde, was vielleicht die einen oder anderen als Sommermärchen 2011 verstanden haben, die große Riesenchance für den Klimaschutz und die Energiewende, mittlerweile gerade durch die Bundesregierung eine Riesenenttäuschung. In der Tat, die Bundesregierung fährt die Energiewende, fährt den Klimaschutz mit Karacho vor die Wand. Wo ist es denn das Gemeinschaftswerk, von dem die Ethikkommission gesprochen hat? Wo ist es denn, dass wir alle anpacken, dass wir eingeladen werden, dass wir an einem Strick ziehen? Stattdessen kleines Karo, stattdessen immer der Blick zurück. Und schon in den kleinsten Fragen ist die Bundesregierung sich nicht einig. Der Altmaier, der ein bisschen will, der Rösler, der ständig auf die Bremse tritt, die Kanzlerin, die wegguckt. Wie soll denn das gelingen, in der Gesellschaft für ein Gemeinschaftswerk zu werben, wenn man noch nicht mal in der eigenen Regierung eine Meinung hat, liebe Freundinnen und Freunde? Und wenn man das im europäischen Kontext sieht, dann wirkt das hier, was wir hier veranstalten, die Bundesregierung veranstaltet, doch eher wie ein Geisterschiff, ohne Plan, ohne Richtung. Schauen wir uns doch an, EU-Emissionshandel. Schauen wir uns an die Gebäudesanierung, bei der Elektromobilität, dann bei KWK, bei den Netzen, bei Offshore. Überall keine Richtung, kein Plan, kein Vorangehen, keine Entscheidung. Und dann wird die Sonne durch die Arena gezogen, schlecht gemacht. Jetzt der Wind soll gedeckelt werden. Ja, wo sind Sie denn, die Sicherheiten für Investitionen, die wir dringend brauchen? Diese Bundesregierung ist eine Schande für unseren Wirtschaftsstandort und auch für den Weg in die Erneuerbaren. So wird es nicht gehen. Und wenn man das so verkürzt, die Energiewende und den Klimaschutz zu einer reinen Stromwende macht, dann hat man die Zeit eigentlich nicht verstanden. Dann hat man den Knall nicht gehört. Es geht nicht nur darum, den Strom anders herzustellen.
sondern es geht um eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, eine historische Aufgabe. Wir stehen an einer Zeitenwende, weg vom Feuer. Wir sind keine Pyromanen mehr, das Zeitalter ist hinter uns. Wir haben ein erneuerbares Zeitalter vor uns und das trifft alle Lebensbereiche. Das Wohnen, die Mobilität, die Gebäude, das tägliche Leben und Arbeiten, die Ernährung. Und das ist die Aufgabe, vor der wir stehen, im Rahmen einer Energiewende mit umfassendem Klimaschutz. Und diese Aufgabe nimmt die Bundesregierung überhaupt nicht wahr. Und dann ist es eben grundfalsch, das EEG und die Diskussion darum zu einer reinen Kostendebatte zu machen. Ich glaube aber, und Bärbel hat es auch schon dargestellt, das ist gewollt. Das ist politisch gewollt und gleichzeitig aber perfide. Dem EEG und den Erneuerbaren wird alles angelastet, was jetzt an Kosten entsteht. Ob es die Netzentgelte sind, ob es die Ausnahmen sind, ob es die Ökosteuer ist, ob es der Börsenmechanismus ist, wie die Erneuerbaren angeboten wird. Alles wird den Erneuerbaren zugeschrieben und ich glaube, das ist deshalb politisch gewollt, weil man die Auseinandersetzung, die notwendig wäre, nicht eingehen will. Denn die Feinde des Wegs in die Erneuerbaren sind durchaus mächtiger, als wir glauben. Der Weg ist kein Selbstläufer. Die Bundesregierung weiß sehr wohl, das EEG ist das erfolgreichste Instrument zur Markteinführung der Erneuerbaren. Und das nicht nur bei uns, sondern weltweit. Weltweit haben wir es auch mit unserem EEG als Vorbild an anderen Stellen nachgeahmt, geschafft, dass erneuerbare Energie überall Möglichkeiten zur autonomen, billigen, kostengünstigen Strom- und Wärmeversorgung bietet und damit Chancen bietet, unabhängig zu werden. Und mittlerweile ist es so, dass der Strom vom eigenen Dach günstiger ist als der Steckdose. Der Weg in die Eigenversorgung, in eine demokratische, bürgerfreundliche Energieversorgung ist frei, der liegt vor uns. Und wenn dann in Nordrhein-Westfalen der Chef, jetzt bald nicht mehr Chef von RWE Power, sagt, die Investition in das nächste große Braunkohlekraftwerk Boa 2 lohnt sich unter den derzeitigen wirtschaftlichen Bedingungen nicht, dann ist das nicht nur eine Zustandsbeschreibung, liebe Freundinnen und Freunde, sondern es ist eine Kampfansage. Eine Kampfansage deshalb, weil gleichzeitig weitergeplant wird, weil die Regionalplanung vorangetrieben wird, weil investiert werden soll. Eine Kampfansage deshalb, weil man die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ändern will, um das möglich zu machen. Und deshalb müssen wir für das EEG und den Ausbau kämpfen, weil hier stehen die Erneuerbaren gegen den alten Weg. Und wir brauchen das auch deshalb, wenn wir uns umschauen. Nicht, dass wir in 10 Jahren uns umgucken und um uns herum ist eine schöne neue Energiewelt entstanden. Jetzt, die nächsten 5 Jahre, werden die entscheidenden Investitionen getätigt. Und da müssen wir auf Nordrhein-Westfalen gucken. Wir haben die Chance, dass wir hier zu einer Zukunftswerkstatt werden und nicht zu einem Industriemuseum, wie andere vielleicht wollen. Aber die Investitionen müssen jetzt kommen und die Rahmenbedingungen dafür müssen gestaltet werden. Nordrhein-Westfalen ist nämlich ein Windland. Nordrhein-Westfalen ist ein Land für erneuerbare Wärme und KWK. Nordrhein-Westfalen ist ein Speicherland. Und deshalb, liebe Freundinnen und Freunde, die Bundesregierung ist eine Katastrophe für den Klimaschutz. Die Bundesregierung ist eine Katastrophe für die Energiewende. Die Bundesregierung ist auch eine Katastrophe für Nordrhein-Westfalen. Und deshalb, wir machen das Angebot mit Bärbel in Berlin, mit Oliver und Hermann in der Fraktion, mit Rainer Wiebke hier in der Fraktion. Ich will meinen Teil dazu beitragen. Wir kämpfen an dieser Stelle nicht um Bronze oder Silber. Wir kämpfen um Gold, wir kämpfen nicht um Platz, wir kämpfen um Sieg. Und diese Mannschaft aus Nordrhein-Westfalen kann Energiewende. Und wir bewerben uns bundesweit, es besser zu machen und es wirklich durchzusetzen. Dafür brauchen wir eure Unterstützung. Herzlichen Dank.
Vielen Dank, Johannes.